Zu Starfield gibt es neue, heftige Neuigkeiten. Das ist ja irgendwie auch logisch, dass Neuigkeiten neu sind. Unter anderem hat sich der Game Director Todd Howard heute dazu geäußert, ob es Fahrzeuge im Spiel geben wird, wie groß die Romanzen im Spiel ausfallen werden und ob es schwarze Löcher geben wird. Damit ganz herzlich willkommen, liebe Sandwich Gang, hier auf Stabimus, dem Channel, wo sich alles rund um Starfield dreht. Wenn dich in der Zukunft Tipps, Tricks und Guides zu Starfield interessieren, aber auch Neuigkeiten, dann lass gerne ein kostenloses Abo da. Übrigens findet ihr unten in der Beschreibung Timestamps, so könnt ihr zu dem Punkt springen, der für euch am interessantesten ist. Aber die Neuigkeiten sind wirklich mega, deswegen am besten das Video von Anfang an bis zum Schluss sehen. Das sage ich jetzt natürlich nicht, damit meine Watchtime erhöht wird und der YouTube-Algorithmus das Video mehr austeilt, sondern weil ich wirklich das aufrichtig so sehe. Damit kommen wir zu der ersten Neuigkeit, die betrifft die Traits und Hintergründe, die wir als Spieler auswählen können. Drei Traits können wir aus insgesamt 16 Stück auswählen zu Beginn im Charaktereditor und sie definieren unseren Background. Wir wissen bereits, dass diese Traits optional sind. Man muss sie nicht wählen, man muss auch nicht drei Stück wählen, sondern man kann beispielsweise nur ein oder zwei wählen oder gar keine. Und wir wissen, dass wir sie später auch im Spiel entfernen können, falls uns die Nachteile zu sehr nerven. Worüber lange Zeit gerätselt worden ist, wie komplex diese Traits sind und wie sehr sie sich auf die Quests in Starfield auswirken. Wird das Ganze so sein wie in Cyberpunk 2077, wo man jetzt zu Beginn auch seinen Background auswählen kann und dann hat das eigentlich nicht wirklich weiter Einfluss auf das Spielgeschehen? Oder ist das Ganze etwas komplexer? In dem neuen Interview sagt Todd Howard dazu, dass das Ganze tatsächlich auch Auswirkungen haben soll auf unzählige Dialoge und die Optionen und Entscheidungen immer wieder dadurch beeinflusst werden. Laut ihm wollen die Menschen in einem Rollenspiel logischerweise eine Rolle spielen und Bethesda will genau das mit den Traits unterstützen. Bei solchen Aussagen muss man immer etwas aufpassen, denn es ist immer schwierig nachvollziehen, für den einfachen Spieler, wie sehr sich die Entscheidung zu Beginn, also den Hintergrund, den man ausgewählt hat, wie sehr sich das dann später im Spielverlauf auch wirklich auswirkt auf das Geschehen. Ich persönlich erwarte gar nicht so viel von den Traits und Backgrounds. Wenn es da einige Dialogoptionen mehr oder alternative Wege gibt, eine Quest abzuschließen, und das halt auch nicht regelmäßig, sondern ab und zu mal, dann bin ich damit komplett cool. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Starfield wird ein Action-Rollenspiel werden, ist ein wichtiger Aspekt, also lasst uns mal darüber etwas diskutieren. Bezüglich der Romanzen gab es die große Frage, wie komplex diese ausfallen. Und wir wissen bereits, sie sollen sehr komplex ausfallen, aber wird es auch Romanzen außerhalb von Constellation geben? Und hier sagt Todd Howard, dass sich das System vor allen Dingen auf Constellation beschränken wird. Constellation soll 4 Hauptbegleiter besitzen, mit 4 größeren Questreihen, also rund um diese Charaktere. Und diese 4 Quests werden dann halt auch die Möglichkeit für 4 Romanzen bieten. Spannend ist auch der zweite Punkt und der betrifft die Anzüge bzw. Cosmetics in Starfield. Im Skilltree hat man das bereits gesehen, die einzelnen Fertigkeiten werden als ein Badge dargestellt. Das Freischalten der einzelnen Ränge gewährt den Zugang zu diesen Badges als Abzeichen, dass man dann wirklich auch auf seinen Raumanzug festmachen kann. Das ist ein ziemlich kleines Detail, aber ein recht cooles, wie ich finde. Ich kann mir auch vorstellen, dass das hier nicht die einzige Anpassungsmöglichkeit sein wird. Ich bin ziemlich gespannt, wie komplex das Rüstungssystem in Starfield ausfallen wird. Cool fände ich zum Beispiel, dass man auch die Farbe vielleicht von den Ausrüstungsgegenständen anpassen kann. Ähnlich wie man ja auch bei den Raumschiffen, das haben wir ja gesehen, auch die Farbe halt eben anpassen kann. Habe ich gerade von Raumschiffen gesprochen? Das wird definitiv einer der wichtigsten Punkte in Starfield werden und auch dazu äußert sich Todd Howard. Alle Schiffe, die wir im Spiel sehen, sind mit demselben Builder gebaut. Das bedeutet wiederum, dass jedes Schiff, was ihr in Starfield seht, was ihr übernehmen könnt, in eure Flotte aufnehmen könnt, auch weiter angepasst werden kann. Also ihr könnt beispielsweise irgendein Raumschiff einfach kapern, das halt in eure Flotte mit aufnehmen und dann weiter anpassen an eure Bedürfnisse. Und wir wissen bereits, dass das Raumschiff bauen nicht nur kosmetischer Natur ist, sondern dass die einzelnen Module tatsächlich auch Effekte haben. Das Ganze wird also definitiv ein gigantisches Rabbit Hole werden, wo man wirklich sehr viel Zeit versenken kann. Laut Todd wurde da auch eine relativ clevere Mechanik eingebaut, denn man kann natürlich als Pirat ganz viele Raumschiffe einfach kapern und diese dann gewinnbringend verkaufen, was relativ schnell die Ökonomie in Starfield, naja, zugrunde richten würde. Um diesen schnellen Reichwerden einen Riegel vorzuschieben, hat man sich dafür entschieden, dass man tatsächlich die Raumschiffe registrieren muss. Ist euer Raumschiff nicht registriert, könnt ihr es nicht weiter anpassen und es gibt zudem Stress mit den örtlichen Behörden. Offenkundig soll der Schiffsbau sehr komplex sein und vorwiegend für das Endgame genutzt werden, um die Spieler bei Stange zu halten. Am Anfang wird es relativ kostspielig sein, sein eigenes Schiff weiterzubauen oder überhaupt eines von vornherein selbst zu bauen. Dabei haben die unterschiedlichen Module unterschiedliche
unterschiedliche Innenräume, die sich beim Verbinden miteinander vermischen. Eine Frage, die sich viele auch gestellt haben, ist, wie wird das sein mit der Fortbewegungstechnologie? Also werden die Schiffe in Lichtgeschwindigkeit reisen? Wie wird kommuniziert zwischen den Planeten? Es muss irgendwie eine Technologie geben, die schneller ist als Geschwindigkeit, sonst würde ja die Kommunikation der einzelnen Sternsysteme nicht wirklich ordnungsgemäß funktionieren. Und das wurde von Todd Howard auch bestätigt. Grave Drive soll diese Technik heißen und sie ermöglicht es, die Zeit und den Raum zu krümmen und damit schneller zu kommunizieren oder halt auch mit dem Raumschiff schnell von A nach B zu reisen. Eine weitere Frage, die Todd Howard in dem Interview gestellt worden ist, war die Frage, ob wir fischen werden können in Starfield. Zur Erinnerung oder für diejenigen, die es nicht wissen, in Skyrim wurde das Fischen in das Spiel später hinzugefügt. Also streng genommen ist es kein Fischen, sondern Angeln. Man muss eine Angel auswerfen und dann kann man halt Fische sammeln. Laut Todd wird das nicht Inhalt des Games sein, allerdings wird es Interaktionen mit Alienfischen geben. Man kann sie kochen und auch essen. Und von hier aus kann man wieder ein Stück weit spekulieren, ob es auch Unterwasserwelten geben wird. Dazu haben wir gameplay-technisch noch nichts gesehen, aber das könnte ein potenzieller Indiz dafür sein, dass es durchaus auch Unterwasserbasen gibt. Was uns zu den Planeten bringt und was hier allgemein bekannt ist, ist, dass es 1000 Planeten in Starfield geben soll. Allerdings ist nicht geklärt, wie groß die Planeten sein soll. Gibt es nur einzelne Areale? Wird wirklich alles vollständig prozedural generiert sein? Und auch hier gibt Todd Howard einige sehr interessante Antworten. Zunächst hält Todd Howard fest, dass es auf einigen Planeten definitiv händisch erstellte Orte und Siedlungen geben wird, beziehungsweise interessante Orte, die man entdecken kann, die fest platziert sind, also bei jedem Spieler an der gleichen Stelle sind. Zuvor gab es da ein bisschen Aufregung, bei GameStar hat man ganz kurz eine Panikattacke bekommen und die Angst gehabt, dass man nun keine Guides mehr herausbringen kann, weil alle Locations irgendwie bei jedem random sind. Das ist nicht der Fall. Es wird feste Strukturen geben, die bei allen Leuten gleich sind. Zusätzlich dazu wird es allerdings Orte geben, die unterschiedlich spawnen, je nachdem, wo man gerade landet, damit man in der unmittelbaren Umgebung, wo man gelandet ist, auch etwas zu tun hat. Ich kann mich also beispielsweise entscheiden, an einer Location zu landen, die bereits markiert ist, die händisch erstellt ist und wo es ganz offensichtlich von Bethesda was zu entdecken gibt, oder ich will halt irgendwie die Wildnis auf dem Planeten aus und dort wird dann random für mich generiert eine Siedlung oder einen spannenden Ort, den es zu entdecken gilt. Weiter führt Todd Howard aus, dass es für Bethesda eine große Challenge war, das System zu optimieren, dass halt auch nicht zu viele Sachen random in der Gegend spawnen, so dass sich das Ganze unnatürlich anfühlt. Man hat sich hier sehr viel Mühe gegeben für das Balancing, so dass halt nicht irgendwie immer irgendwelche Orte random spawnen, sondern dass man auch etwas suchen muss und wirklich halt auch das Erkunden belohnt wird. Wir haben das auch bereits im Gameplay-Material gesehen. Händisch erstellte Orte werden auf dem Planeten uns wirklich angezeigt. Man kann also quasi direkt zu diesen reisen, wenn man halt nur diesen händisch erstellten Content mitnehmen will. Und wenn man dann halt einfach random irgendwo in der Wildnis landet, dann wird es auch etwas für einen zu tun geben. Er wiederholt ja auch nochmal das, was er im IGN-Interview gesagt hat, diese random generierten Basen sind dahingehend random, dass sie halt random platziert werden für einen. Allerdings sind sie dennoch händisch erstellt. Es gibt also quasi für das Spiel einen Katalog an verschiedenen Basen, an verschiedenen Dungeons, die dann passend für einen platziert werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde dieses System relativ genial, denn diejenigen, die diese händisch erstellten Sachen unbedingt haben wollen, denen wird das Ganze angezeigt, die können da hinreisen und diejenigen, die einfach nur erkunden wollen, denen wird trotzdem nicht langweilig werden, weil halt Bethesda halt dann einfach Basen im richtigen Moment an der richtigen Stelle platziert. Klar ist damit geworden, dass die Spielwelt sehr groß ist, aber wird es dann auch Fahrzeuge geben, um schneller von A nach B zu kommen an der Oberfläche eines Planeten? Hier sagt Todd, dass es keine Fahrzeuge geben wird. Das ist vielleicht etwas enttäuschend und auch ich finde das schade, denn ich hätte es schon cool gefunden, mit irgendwie so einem Cruiser über den Planeten zu fahren. Allerdings ist die Entscheidung durchaus verständlich, denn Starfield wird ein Gravitationssystem besitzen. Die Anziehungskraft kann auf Planeten unterschiedlich ausfallen und beeinflusst direkt das Gameplay, ob ich schneller laufen kann, ob ich größere Sprünge machen kann, wie die Kugeln fliegen und so weiter und so fort. Ein solches System müsste natürlich auch auf die Fahrzeuge und auch auf die Raumschiffe angepasst werden, etwas, was viel zu komplex ist, um es zu realisieren. Statt Fahrzeuge soll euer Jetpack dafür dienen, um schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Das Rollenspiel von Piranha Bytes Elix 2 zeigt, dass so eine Jetpack-Mechanik zum Reisen sehr viel Spaß machen kann. Ich hoffe, dass sich Bethesda genau von Elix 2 diese Mechanik abgibt.
geschaut hat. Denn in EDX 2 ist das, wie gesagt, wunderbar gemacht. Das ist etwas schwierig zu erklären, weil man muss das einfach selbst mal gespielt haben. Aber es kann durchaus sehr viel Spaß machen, mit seinem Jetpack durch die Gegend zu düsen. Einhergehen damit tun natürlich auch die unterschiedlichen Biome. Wir wissen, dass Starfield Planeten besitzen wird mit unterschiedlichen Biomen. Nicht alle Planeten werden das haben, aber definitiv einige, um Abwechslung zu bieten. Das bedeutet, ihr könnt auf einem Planeten landen, dort gibt es dann beispielsweise eine Wüste und geht ihr dann einige Schritte weiter oder sehr, sehr viel weiter, kommt dann auf einmal ein Wald. Es gibt also auf dem Planeten selbst Abwechslung. Todd Howard erwähnt hier, dass diese Biome vielfältig ausfallen. Es gibt verschiedene Faktoren wie Temperatur, Strahlung und auch Wetter, die das Gameplay beeinflussen. Die Planeten werden auch einzigartige Eigenschaften, geologische Merkmale und Ressourcen besitzen. Das lässt darauf schließen, dass nicht alle Planeten zufällig generiert sind und für jeden Spieler unterschiedlich sind. Das ergibt ja auch keinen Sinn mit dem, was ich gerade erzählt habe, dass es Locations gibt, die händisch erstellt worden sind und händisch platziert wurden. Sondern die Planeten werden bei allen Spielern die gleichen Eigenschaften aufweisen. Wenn ich also den Planeten Star-XV entdecke, dann wird er bei dir auch Star-XV heißen und wenn er ein Wasserplanet ist, wird er bei dir auch ein Wasserplanet sein. So wie ich es verstanden habe, werden dann allerdings die einzelnen Areale, also dort, wo wir dann landen, sich unterscheiden voneinander und unterschiedlich generiert sein. Aber ganz ehrlich, hier bleiben noch einige Fragen offen. Wie groß werden diese Areale sein? Werden sie wirklich einen 1:1 Maßstab haben oder wird das Ganze begrenzt sein? Hier gibt es definitiv noch einige Fragen, auf die ich Antworten ganz gerne hätte. Was uns zu den Kreaturen bringt, die natürlich in den einzelnen Biomen anzutreffen sind. Natürlich gibt es im Spiel Kreaturen, und das haben wir bereits auch schon gesehen, die aggressiv sind und den Spieler angreifen. Das bringt den Spieler auch in gefährliche Situationen. Was hingegen neu ist und was bisher nicht bekannt war, was aber schon ein Stück weit vermutet worden ist, ist der Umstand, dass die Tiere sich auch gegenseitig jagen. Ein solches System besitzt Bethesda seit Skyrim. Dort jagen die Wölfe Hasen und Füchse. Die Wölfe werden wiederum gejagt von den Riesen und die Riesen werden wiederum von uns gejagt oder den Drachen und die Drachen werden dann wiederum vom Drachenblut gejagt. In Starfield soll das genauso sein und die Tiere werden definitiv KI-Verhaltensweisen besitzen. Man kann jedoch davon ausgehen, dass das Ganze jetzt nicht so komplex sein wird wie beispielsweise in Red Dead Redemption 2. Würde ja auch nicht gut passen, schließlich wird Starfield sehr, sehr viele unterschiedliche Kreaturen besitzen. Damit kommen wir zur Musik und das klingt vielleicht erstmal ziemlich langweilig, aber hier gibt es eine richtig heftige Hammer. Neuigkeit. Erstmal erklärt Todd Howard, dass natürlich die Musik eine wichtige Rolle gespielt hat, gerade bei der Findung der Stimmung des Spiels und man hat schon relativ früh damit angefangen, die Musik für das Spiel zu komponieren, weil das für die Entwickler sehr, sehr wichtig ist, um das Spiel halt zu erstellen. Soweit so cool, aber er hat bestätigt, dass es Weltraum-Radiostationen in Starfield geben wird. Das haben sich viele Fans gewünscht, es gab schon so einige Leaks und Gerüchte, dass das Ganze kommen würde. Hier haben wir jetzt die finale Bestätigung und das Coole ist, dass diese Weltraumstationen nicht an allen Orten verfügbar sein werden. Ihr könnt also nicht jeden Radiosender in jedem Sternsystem empfangen. Was uns zu den zwei letzten Punkten bringt, die ich noch erwähnenswert finde, und zwar den schwarzen Löchern. Darüber wurde viel spekuliert, wird es diese geben und Todd Howard sagt dazu nicht wirklich viel, aber es wird angedeutet, dass sie in der Story eine wichtige Rolle spielen. Ich bin erst letztens auf die Thematik eingegangen und Starfield wird sich vorwiegend um die Erde konzentrieren, also es gibt mehrere Sternsysteme und das Zentrum quasi des Spiels ist dann die alte Erde. Und in dieser unmittelbaren Umgebung gibt es halt real keine schwarzen Löcher, zumindest haben wir keine entdeckt. Dementsprechend macht es auch keinen Sinn, in Starfield, was ja einigermaßen realistisch sein soll, schwarze Löcher zu zeigen, aber irgendwie gehört das ja zu einem Science-Fiction-Spiel dazu. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass wenn es schwarze Löcher gibt, dass sie halt etwas mit der Story zu tun haben werden. Und nicht natürlich sind, sondern halt eventuell etwas mit einer intelligenten Alien-Spezies zu tun haben. Spannenderweise gibt es dazu einen richtig heftigen Leak, der mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Wahrheit über Starfield sagt und die ganze Story bereits verraten hat. Und auf den werde ich separat in einem extra Video eingehen, weil ich will jetzt hier niemanden die Hauptstory oder so aus versehentlich spoilern. Und bevor sich jetzt Leute aufregen oder Sorgen machen, nein, in dem Leak kommen übrigens keine schwarzen Löcher vor. Das ist jetzt hier nur das, was Todd Howard gesagt hat. Damit kommen wir zum letzten Punkt, nämlich den Mods. Es ist allgemein bekannt, dass Starfield Mod-Support besitzen soll. Erneut, und das hat Todd Howard schon in vorangegangenen Interviews gemacht, betont er, wie wichtig es ihm ist, langfristig Mod-Creatern Perspektiven zu bieten. Seit längerer Zeit wird vermutet, dass sowohl für Skyrim, Fallout 4, aber natürlich auch für Starfield ein sogenannter
Mod-Marketplace erscheint. Wir wissen bereits, dass Starfield Ingame-Käufe besitzen wird. Nicht offiziell von Bethesda, sondern von den Behörden, die die Altersfreigaben für Starfield herausgegeben haben. Und ich vermute, dass damit der Marketplace gemeint ist für Mods. Aber es kann natürlich auch sein, dass halt tatsächlich es Mikrotransaktionen geben wird. Wäre ziemlich riskant, wenn das Bethesda machen würde, weil es in der Vergangenheit gerade bei Bethesda sehr viel Kritik deswegen gab. Aber möglich wäre auch ein Marketplace und Mikrotransaktionen. Ich denke aber, dass bezüglich der Mods noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und dass wir dazu noch auf jeden Fall etwas sehen werden. An dieser Stelle geht es jetzt weiter mit diesem unheimlich spannenden Video. Klick dich gerne rein und vergisst nicht, immer schön Sandwiches zu essen.